Gegen viele Widerstände hat Staatsanwalt Fritz Bauer über 10 Jahre lang den Prozess gegen ehemalige Angehörige der SS vorbereitet. Ich würde das gern hören. Wir haben hier zu tun, ne? Das war mein Chef. Die brauchen mich. Am Sonntag. Es geht um meine Arbeit als Dolmetscherin im Gericht. Da gibt es einen Prozess gegen SS-Offiziere, die in einem Lager gearbeitet haben. Treten Sie zurück. Ich schwöre, ich werde alle Dokumente und Aussagen gewissenhaft übersetzen. So wahr mir Gott helfe. Ich dachte, ich hätte alles vergessen. Jetzt erinnere ich mich plötzlich an so viele Dinge. Woher kennt ihr die Mülkers? Er ist der Hauptangeklagte. Und ich habe das Gefühl, ich kenne die Frau von früher. Wir kennen die Leute nicht. Bitte glaub uns Hilfe. Ich beantrage die Anhörung der Zeugin Edith Bruns. Das ist deine Schuld. Du warst das in deinem Wahn. Ihr habt vielleicht nicht gemordet, aber ihr habt es zugelassen. Sagt mir, was schlimmer ist. Sie helfen mit, dass hier unbescholtene Bürger verleumdet werden. Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst, ja? Die Welt ist nicht gerecht. Der ist er. Das ist eine Lüge! Alle habt ihr nichts gewusst, nein? Die Beweislast reicht nicht aus für einen Haftbefehl. Nicht ein Zeuge, der es am eigenen Leib erfahren hat! Ich habe nur Befehle ausgeführt. Mein Mandant ist immer gegen das gewesen, was im Lager passiert ist. Draußen vor den Gaskammern hörte man zunächst Schreie, die schließlich immer leiser wurden. Das sind große Geschichten, das ist nichts für Kinder. Ich will, dass sie mir jetzt die Wahrheit sagt. Was wussten Sie von den Vergasungen?